Und zwar gucken wir das neue Tomatolix-Video. Haftbefehl wegen Schulden. Ein Tag als Gerichtsvollzieher von unserem guten Kollegen Tomatolix. Hab ich immer noch sauer, dass er sich selber nicht Tomatolix, sondern Tomatolix nennt. Aber naja, wir gehen rein, Freunde. Let's go. Gerichtsvollzieherin, ich habe schon Haftbefehl, ne? 22.000 Euro. Wie viel haben Sie denn dabei? 50 Euro? 50, ja. Ja. Dankeschön. Die fällt mal alles weg. Stellt euch vor, es klingelt an der Tür und da steht jemand, der eure wertvollsten Gegenstände mitnimmt, weil ihr eure Schulden nicht bezahlt habt. Das ist, ganz krass runtergebrochen, der Job des Gerichtsvollziehers. Der setzt bestehende Geldforderungen durch, notfalls in dem Eigentum gepfändet oder Menschen aus ihrer Wohnung verwiesen werden. Ich frage. Irgendwie dachte ich mir, wenn sowas passiert, dass dann die Polizei da auch mitkommt. Ist das eine einzelne Person? Also es war ja gerade eine einzelne Person, die da anscheinend dann immer da ist. Weil in meinem Kopf ist das voll der gefährliche Job irgendwie. Vielleicht nicht gefährlich, aber so, checkt ihr, so ein bisschen risky schon. Also halt so, ja. Frag mich, wie es ist, einen Job zu machen, bei dem man fast täglich schlechte Nachrichten überbringt. Und was Gerichtsvollzieher noch so machen. Deswegen werde ich heute einen Tag lang eine Gerichtsvollzieherin bei ihrer Arbeit begleiten. Guten. Hallo, guten Morgen. Tag. Hallo, bin der guten Felix. Morgen, Svenja, hi. Was macht man als Gerichtsvollzieher genau? Ganz allgemein gefasst tatsächlich Schulden eintreiben. Wir sind staatliche Vollstreckungsorgane. Das geht bei Hugo, das Finanzamt. Geht über verschiedene Wege, zum Beispiel über die Pfändung. Meistens ist es tatsächlich die Vermögensauskunft heutzutage. Früher wurde mehr gepfändet, heute eher weniger. Zwangsräumungen fallen auch darunter und noch viele kleine Aufgaben. Kann ich dir bestimmt noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Was steht jetzt heute alles an? Du da. Boah, man stumpft da auch safe so übertrieben ab, weil man geht ja wirklich jeden Tag hin. Digga, stell dir vor, dein Job ist es wirklich 8 Stunden lang jeden Tag bei irgendwelchen Leuten abzupullen und denen zu sagen, Bro, wir nehmen dein Fernseher mit. Bro, wir nehmen deine Couch mit. Bro, wir nehmen deine komplette Wohnung mit, Digga. Holy shit. Du darfst heute bei meiner Sprechstunde dabei sein. Da habe ich Leute vorgeladen zur Abgabe der Vermögensauskunft. Das heißt, die haben eben Schulden. Danach fahren wir in den Außendienst. Mein Bezirk ist in Köln-Meschenich am Kölnberg. Und dann habe ich so ein paar verschiedene Sachen dabei. Ich wohne in Köln. Ich habe absolut keine Ahnung, wo zum Fick das ist. Befehle, einen Pfändungsauftrag. Wir stellen eine Räumungsmitteilung zu einer Zwangsräumung. Also wir haben alles einmal, die bunte Mischung dabei. Hallo, wie geht's? Nehmen Sie Platz. Sie müssen bezahlen eine Forderung von 720 Euro für den Westdeutschen Rundfunk. Ihr Mann muss das persönlich unterschreiben. Das habe ich ja extra vorgestern. Geht nicht. Dann nächste Woche Mittwoch, okay? Ja, die Dame, die jetzt gerade eben da war, wollte für ihren Mann die Vermögensauskunft abgeben. Aber das geht natürlich nicht. Man muss die Vermögensauskunft immer persönlich abgeben. Und was? Arme Menschen bestrafen? Naja, ist nicht so einfach, dass man das sagt. Man bestraft ja nicht arme Menschen einfach dafür, dass sie arm sind. Aber wenn jemand seine Sachen nicht bezahlt, dann muss es ja jemanden geben, der sich darum kümmert. Was für Schulden ging es da jetzt? Naja, doch schon. Naja, aber man bestraft jetzt nicht Leute einfach nur dafür, dass sie arm sind. Also nicht einfach jemand das arm bummen, jo. Das ist nicht. Naja, also ich check, was ihr sagt. Irgendwo. Das klingt falsch, finde ich. Das klingt so, als würde sie einfach Leute bestrafen, nur weil die halt arm sind. Das ist ja nicht der Fall. Natürlich ist es nicht geil, die Situation, dass die Leute arm sind, genau, und irgendwas nicht zahlen können. Aber wir leben halt im Kapitalismus. Also, keine Ahnung, was soll ich euch sagen? Es ging jetzt um eine Forderung vom Westdeutschen Rundfunk, ARD, ZDF. Was sind so die... Anders formuliert, das ist ja nicht ihre Schuld, dass die irgendwas zahlen müssen für GEZ oder so. Sie kümmert sich ja nur darum, dass es dann bezahlt wird. You know? Die häufigsten Arten von Schulden, die die Menschen haben, mit denen du so arbeitest? In dem Bezirk, wo ich arbeite, habe ich tatsächlich super viele Forderungen von der Staatsanwaltschaft wegen irgendwelcher Straftaten oder Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten. Ich habe aber auch viele Forderungen von Telekommunikationsanbietern, dass die Leute eben Handys bestellen oder Verträge abschließen und die dann eben nicht bezahlen. Das habe ich sehr viel vom Fitnessstudio bis zur Schönheits-OP, die nicht bezahlt wurde, habe ich alles schon gehabt. Also da sind keine Grenzen zu setzen. Alles, wo man eben Geld für bezahlt, kann am Ende auch nicht bezahlt werden. Und das kann auch alles dann am Ende mein Gläubiger sein in dem Fall. Ja, hallo. Sie zahlen jetzt ungefähr schon seit einem Jahr an mich jeden Monat die Rate. Gerichtskosten. Was für Gerichtskosten waren das? Wissen Sie das vielleicht? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie in Ihren Unterlagen nachschauen, was Sie da verbrochen haben. Ja? Ja? Der Bro hat so viel verbrochen, der weiß gar nicht mehr. Bro hat 3 Verfahren gleichzeitig am Laufen, Junge. Der weiß gar nicht mehr, für welches er noch payen muss. Ja, gut. Ja, bitte. Tschüss. Also das habe ich tatsächlich sehr, sehr häufig, dass die Schuldner überhaupt gar nicht wissen, was das für eine Forderung ist. Da ist halt oftmals das Problem, dass sie keine Übersicht über ihre ganzen Unterlagen haben. Ja. Das passt gerade eigentlich perfekt zum Sponsor des...
Dieser gottverdammte Typ, immer wieder! Heutigen Videos, wenn ihr den Überblick über eure Finanzen nicht verlieren wollt, dann ist vielleicht Finanzguru was für euch. Finanzguru ist euer Finanzfluss ist ein YouTube-Channel. Euer digitaler Finanzassistent. Ihr verknüpft ganz einfach all eure Konten, also egal ob Bankkonto, PayPal, Depot oder Kryptobörse, und Finanzguru zeigt euch dann übersichtlich sämtliche Einnahmen und Ausgaben und kategorisiert diese automatisch. So seht ihr ganz genau, wofür ihr euer Geld ausgebt und wo ihr noch ein bisschen sparen könnt. Auch eure laufenden Verträge werden automatisch erkannt und mit anderen Angeboten verglichen. Sollte ein Vertrag mal zu teuer sein, könnt ihr diesen direkt in der App mit einem Fingertipp rechtssicher kündigen. Und das Beste an Finanzguru, die App ist dauerhaft kostenlos. Nur wenn ihr weitere Funktionen wie detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanzen... Ich müsste mir so eine App echt mal holen. Ich hatte sowas eine Zeit lang und das war echt geil. Aber irgendwann haben wir so Konten geändert, dann habe ich es irgendwie deinstalliert oder so. Und immer wenn ich wissen will, was auf meinem Konto ist, dann muss ich meiner Mom fragen, ob sie einen Screenshot schickt. Und das ist so unfassbar ultra low. Das ist nicht in Worte zu fassen, Digga. Tipps oder Analysen eures Kaufverhaltens haben wollt, dann lohnt sich die Finanzguru Plus Mitgliedschaft für 2,99 € im Monat. Mit dem Code TOMATOLIX24 könnt ihr Finanzguru Plus jetzt für 3 Monate lang kostenlos testen. Normalerweise geht das nur 7 Tage. Um den Code nutzen zu können, müsst ihr einfach nur euer Konto verknüpfen und im Reiter mehr auf Code einlösen tippen. Den Link zu Finanzguru findet ihr in der Videobeschreibung. Also ich habe jetzt hier von 10 bis 11 Uhr durchgeladen, so einige Leute, und wie man sieht, wir haben jetzt 10.30 Uhr und ja, die sind schon alle nicht gekommen. So, dann fahren wir jetzt in den Außendienst. Jo, perfekt. Schönen guten Tag, ich würde gerne einmal Ihren Fernseher und Ihre Kaffeemaschine mitnehmen. Digga, stell dir vor, dein Shit wird weggenommen, Bro. Und dann steht da aber auch noch TomatoLix vor der Tür, Digga. Holy shit. Die nehmen zwar deine Kaffeemaschine mit, aber du kriegst ein Foto mit TomatoLix und du musst nicht mehr das Haus verlassen. Holy shit, win-win. Nee, eigentlich gar kein Win. Lose-lose einfach. Kannst du alles mitnehmen, wenn du jetzt in den Außendienst gehst? Ich habe die Akten dabei, dann habe ich noch meine Schutzweste dabei, die wir nach eigenem Ermessen anziehen dürfen, wenn wir zum Beispiel ein unsauberes Gefühl haben. Mittlerweile ist es so, dass wir auch mit Reizstoffsprühgeräten ausgestattet werden sollen. Und wir haben ein GPS-Gerät, dass, wenn wir in Gefahr sind, wir den Alarm auslösen, wo dann unser Standort versendet wird, dass wir dann quasi, wenn wir in Not sind, Hilfe bekommen. Okay, ich dachte mir das schon. Ich glaube, das ist nicht so ein ungefährlicher Job, Real Talk. Leider Gottes sind die Übergriffe, die steigen immer mehr an. Der Respekt vor öffentlichen Beamten, Bediensteten wird leider immer weniger. Deswegen muss man immer gucken, dass man da vorsichtig und wachsam bleibt. Wie oft kommt es vor, dass Leute dich verbal angreifen oder sogar tatsächlich angreifen? Bro, ich wette daily. Verbal kommt es natürlich öfters mal vor, dass etwas hitzigere Stimmung herrscht. Körperlich habe ich zum Glück noch keine negativen Erfahrungen gesammelt, das noch nicht. Was man nie vergessen darf, Chat, wenn ihr bei eurem, zum Beispiel bei eurem Internetanbieter anruft, ja, der Typ, der als erstes rangeht im Callcenter, ist auch immer der, der schuld ist, warum bei euch kein Internet ist. Den also am besten immer direkt anbrüllen. Das ist immer das Smarteste. Genauso wahrscheinlich wird es bei ihr so sein, wenn ihr eure Sachen nicht bezahlt habt, sie ist schuld. Wenn sie vor eurer Haustür steht, sie wird schuld sein. Da würde ich komplett sauer sein. Das hilft doch immer über. Da sind die mega verständnisvoll immer dann. Und da kann man wirklich immer die besten Ergebnisse erzielen. Oh Mann, ey. Scheiße, Digga. Nicht? Crazy, Mann. Aber bei einigen Kollegen von mir ist es leider schon oft genug vorgekommen, dass sie auch wirklich körperlich angegriffen worden sind. Was passiert denn da so? Ja, also neulich ist beispielsweise eine Kollegin von mir im Büro überwältigt worden von einem Schuldner, der ja einfach ausgetickt ist und dann auch zugeschlagen hat. Und das war natürlich auch sehr traumatisierend. Man versucht das aber natürlich im Alltag, Digga, nicht immer im Kopf. Im Büro. Warum ist da kein Polizist, der irgendwie bewaffnet ist oder so? Zu haben, damit man eben nicht ja irgendwie mit Angst durch den Bezirk läuft. Ist das hier schon? Das ist der Kölnberg, die Hochhaussiedlung, wo wir jetzt vollstrecken gehen. Mhm. Jetzt fahren wir zur Polizeiwache. Dort parke ich ja meistens mein Auto. Manchmal, wenn ich Fälle habe, wo ich mich unsicher fühle, begleiten die Kollegen mich dann netterweise. Okay, also sie kann rein theoretisch anscheinend welche mitnehmen. Okay, gut, weil das hätte mich jetzt auch krass gewundert, Bro, wenn das immer so wäre. Hallo. Hi, guten Tag. Meistens, wenn ich Zwangsräumungen habe, begleiten die Kollegen mich öfters mal, beispielsweise, weil das immer sehr emotionale Situationen sind oder bei Türöffnungen allgemein. Aber es gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Kollegen wissen, ich bin da, ich laufe hier rum und sind immer zur Stelle, wenn ich irgendwas brauche. Alles klar, Dankeschön. Schönen Tag. Ich gehe dann immer hier die einzelnen Hausnummern ab. Hier in dem Haus habe ich dann jetzt 2 Aufträge. Kuschelig. Bro, da weiß man, das ist Brennpunkt, Mann. 2 Aufträge in einem Haus, Bro, ist krass. Genau. Der Fall, wo wir jetzt hinlaufen, ich habe hier einen Haftbefehl vorliegen gegen die Schuldnerin, weil sie zu dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft nicht erschienen ist. Und wir gehen jetzt zum ersten Mal unangekündigt dorthin und dann schauen wir mal, ob die Schuldnerin
das bezahlen kann, dann ist der Haftbefehl damit auch erledigt. Oder ob wir vielleicht eine Ratenzahlung machen oder sie die Vermögensauskunft abgibt, dann ist der Haftbefehl auch erledigt. Wenn sie jetzt sagt, das möchte ich alles nicht, dann müssten wir sie in die JVA bringen mit Hilfe der Polizei. Aber das findet in der Regel nicht statt. Schauen wir mal, für was sie sich entscheidet. Hoffentlich für das letzte, Bro, weil das wäre Big Content, Junge, wenn Tomatowings das begleiten kann. Hallo, Lütgen, Gerichtsvollzieherin. Oh, Bro, Real Talk, ich sag euch ehrlich, nach 7.30 Uhr nach dem ersten Kaffee gibt's geilere Begrüßungen an der Tür als das. Da gibt's geilere Sachen, die an der Tür klopfen können, Bro. Ich glaube, das ist Top 3 beschissenste Sachen, Alter. Ja? Ich hab schon Haftbefehl, ne? Haftbefehl? Stadt Bielefeld, Leihgabe, irgendwas, vielleicht Schulbücher oder so. Essen, kann sein. Sie verstehen nicht gut Deutsch, ne? Ja, ja. Okay. Haben Sie jetzt gerade Bargeld da, damit ich schon mal eine Anzahlung habe auf die Sache? Boah. Gib dir mal meinen Pop. Bro, ich könnte diesen Job nicht machen, Bro. Das würde mir das Herz brechen da. Wenn man so Leute sieht, die da wirklich am... Aber es muss halt jemand machen. Es ist gut, dass es jemand macht, Real Talk. Aber wenn man da Leute sieht, die halt schon irgendwie... Vielleicht dann auch... Guck mal, also weil, können wir auch vorstellen, dass es richtig oft passiert, dass so Sachen einfach verpeilt werden. Gar nicht unbedingt, weil die das jetzt vielleicht sogar nicht mal nur nicht zahlen können, sondern einfach, weil die halt zum Beispiel neu in Deutschland sind oder so und nicht so gut Deutsch können oder sowas. Ich finde, das ist auch ein großer Part und dann ist irgendwie verballern, you know? Checkt ihr, was ich meine? Ich sag mal, ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich kann gut Deutsch und ich glaube, mir würde es trotzdem ab und zu passieren, Bro, wenn meine Mom nicht wäre. Und jemand, der so ein bisschen Track hält über die ganzen Sachen. Oh, nee? Ja. Und dann, wenn man genau, dann auf top auch kein Deutsch kann, Bro, hol ich schon mal wieder. Danke. Ja. Tschüss, ja. Die Forderung ist, beträgt ungefähr 600 Euro. Sie hat mir gerade schon die ersten 100 Euro gegeben. Und wir haben jetzt vereinbart, dass ich nächsten Monat wiederkomme und die Rate abhole. Ne? Weil es ist für die Leute einfacher, als das jedes Mal zu überweisen. Manchmal haben sie Probleme mit dem Konto, wenn sie ein Pfändungsschutzkonto haben oder ähnliches. Deswegen hole ich dann einmal im Monat hier die Raten ab. Wie ihr euch vorstellen könnt, weil die meisten Schuldner nicht gezeigt werden. Schulden sind ja einfach ein sehr unangenehmes, privates Thema. Entschuldigung, Sie müssen 600 Euro noch zahlen für Schulbücher, die Sie nicht bezahlt haben. Übrigens, hier ist gerade Tomatolix mit seinem Team, der wird gerne ein Video machen. Könnten wir Sie vielleicht filmen? Bro, also Realtime, das wäre das Unchilligste überhaupt. Deswegen haben wir uns überlegt, einfach keine Personen zu zeigen, um auch einfach keinen hier vorzuführen. Ja. Als nächstes, Rot ist immer Haftbefehl. Haftbefehl, genau. Das sind schon sehr viele Haftbefehle. Sind schon viele Haftbefehle, ja. Hallo. Guten Tag. Lütgen, Gerichtsvollzieherin. Herr K. Ist er da? Nein. Ja, hallo, Herr Lütgen hier, die Gerichtsvollzieherin. Es geht um eine Forderung von der Universitätsklinik Köln. 22.000 Euro. Ja. Krankenhauskosten, ne? Kommen Sie zu mir dann ins Büro, ja? Bringen Sie dann auch Ihre Unterlagen. Wie viel war es? Ich hab den 22.000? Bruder, was hat er gemacht? Sich einen neuen Arm rannehmen lassen? So, Leute, wir hatten hier gerade einen kleinen Schnitt drin. Marc Forster und der DFB-Pokal waren gerade hier. Das Video geht weiter. Viel Spaß. 22.000 Euro. Oder, also Real Talk, wie ich auch gerade schon meinte, was hat diese Person da gemacht für 22.000 Euro, Bro? Holy shit. Digga, Bro hat sich zwei Arme rannähen lassen. Krankenhauskosten, ne? Kommen Sie zu mir dann ins Büro, ja? Bringen Sie dann auch Ihre Unterlagen bitte mit, alle. Ja, bitte, kein BBL. Problem. 22.000 Euro ist schon nicht wenig. Ist dann wahrscheinlich so ein Fall, dass er zu der Zeit, als er dann im Krankenhaus war oder vielleicht sein Kind, was auf ihn gemeldet ist, er dann eben nicht krankenversichert war. Müssen die jetzt zurückbezahlt werden, diese 22.000 Euro? Oder wie läuft das dann? Manchmal ist es so, dass sie dann... Geht das in Deutschland? Ich dachte, man ist zwangsweise versichert in Deutschland. Das wusste ich nicht. Im Nachhinein sagen, eigentlich hätten sie zu der Zeit übers Jobcenter beispielsweise laufen müssen, dass sie das dann rückwirkend übernehmen. Aber im Zweifel heißt es dann ja. Es gibt auch kurze Momente, wo das geht. Ja, vielleicht so übergangsweise oder wenn man halt nicht aus Deutschland ist, maybe. Das wären so die einzigen, die ich mir vorstellen kann. Das geht, wenn man selbstständig ist und sich nicht kümmert. Oh, das kann auch sein, ja. War halt zu dem Zeitpunkt, waren die nicht gemeldet, nicht krankenversichert und ja, dann ist die Forderung eben in der Welt. Kann man dann auch nicht gemeldet, okay. Nicht mehr ändern. Hier haben wir jetzt eine Forderung von 350 Euro. Auch wegen einer zahnärztlichen Leistung. Also die Hauptforderung hier in dem Fall betrug tatsächlich mal 20 Euro. Und jetzt liegen wir bei 335 Euro. Bro, was?
sich nie gerührt wurde, sind in Inkassokosten dazugekommen. Bro, no joke, das sind so in a nutshell 16-jährige Mädchen mit Klarna, Digga. Das ist so krass, Bruder. Wirklich, die holen mal so für 20 Euro ASOS, Digga, und irgendwann 4 Jahre später, Bro, 350 Euro durch Zinsen. Zinsen und weitere Kosten, um dieses ganze Mahnvollstreckungsverfahren in Gang zu bringen. Da sieht man mal, wenn man halt rechtzeitig seine Briefe öffnet und dann diese 20 Euro bezahlt, kann man eben dann am Ende die 350 Euro umgehen. Hier war ich zum Beispiel schon öfter und hier würde ich es jetzt im Zweifel irgendwann so machen, wenn halt wirklich nie jemand die Tür aufmacht, dass ich mir von dem Gläubiger einen Vorschuss einhole, um dann mit einem Schlosser herzukommen und eben hier die Tür aufbrechen zu lassen. Und durch diese Schlosserkosten kommen dann locker nochmal 300 Euro oder was auf die Rechnung. 600 Euro bezahlen, weil man eigentlich 20 Euro nicht bezahlt hat. Genau. Was steht als nächstes an? Als nächstes haben wir einen Pfändungsauftrag, eine Forderung von einer Krankenkasse. Die Krankenkasse hat jetzt beauftragt, bei dem Schuldner gucken zu gehen, ob pfändbare Gegenstände da sind, die man dann eventuell pfänden und verwerten kann und daraus dann den Erlös erzielen kann, um die Forderung zu bedienen. Das ist ja auch das, was ich vorher so mit dem Job des Gerichts... Bro, tut so, als ob 300 Euro viel sind, macht aber 3.000 am Tag. Bro, es ist egal, wie viel Geld man am Tag macht, Bro. 300 Euro sind ultra viel Kohle, Mann. Holy shit. Vor allen Dingen, wenn aus 20 Euro 300 werden, da geht es ja auch um das Verhältnis, um was für was 300 Euro bezahlt werden. 300 Euro für, weiß ich nicht, ein Auto mit 1000 Kilometern drauf ist wenig Geld, aber 300 Euro für einen Arztbesuch, der eigentlich 20 Euro gekostet hat, ist crazy viel. What the fuck, das kann man auch, egal wie viel Geld man hat, das checkt man doch. What the fuck. 80 Euro für Brennholz zum Beispiel wäre crazy viel. 80 Euro für einen Restaurantbesuch mit 20 Leuten zum Beispiel nicht. Random Beispiele. Verbunden habe. Wie häufig kommt das tatsächlich vor, dass du Sachen fändest? Es ist allgemein wirklich weniger geworden, dass gefändet wird. Wenn jetzt jemand tatsächlich ein neues iPhone hat, was ja auch sehr viel wert ist. Das kann durchaus mal vorkommen, solche Dinge. Es kommt ganz auf den Bezirk drauf an. Viele Kolleginnen oder Kollegen haben dann auch öfters mal Pfändungen von Autos oder ja auch andere Gegenstände, wie zum Beispiel Schmuck hatte ein Kollege von mir auch schon mal. Der hat schon mal Gold gepfändet. Allgemein beauftragen die Gläubiger einen eher mit der direkten Vermögensauskunft und versuchen dann aus der Vermögensauskunft heraus eine Forderungspfändung zu betreiben, sprich ins Konto oder in den Lohn zu pfänden. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, wenn man so Schulden hat und dann kommt da so ein Gerichtsvollzieher und nimmt dann so dein Gold mit. Ich glaube, du machst da so einen richtig beschissenen Deal, oder? Ich könnte mir vorstellen, wenn du so zu so einem richtigen Goldhändler gehst, der so legit ist, dann kriegst du so viel mehr dafür. Oder genauso wie mit Auto, wenn du so dein Auto da abgibst, wahrscheinlich machen die so einen überwacken Deal da, also ne. Aber klar, du bist dann ja irgendwo selber schuld dran, so. Aber ich glaube, da wirst du richtig gefickt, Digga. Wie jetzt erfolgreich sind. Das wird versteigert. Ja, aber wird wahrscheinlich noch erwähnt. Ja, da scheint keiner da zu sein. Ich bin aber jetzt auch unangekündigt da. Im Pfändungsauftrag kündige ich mich einmal an und einmal komme ich unangekündigt. Wenn dann wieder keiner da ist, dann wird ein Termin im Büro bestimmt. Meistens reagieren die Leute dann auch, wenn man einen Brief da lässt und melden sich telefonisch, um dann das Verfahren irgendwie abzuklären. Wenn du jetzt was fändest, wie gehst du dabei vor? Man geht halt in die Wohnung und schaut, ob da fändbare Gegenstände sind. Und wenn man dann etwas sieht, dann... Chat, die Frau steht vor eurer Tür, wenn ihr den Subscribe beendet bei Twitch, you know? Die und Tomatolinks kommen bei eurer Tür vorbei und die nehmen dann euren, weiß ich nicht, euren Cockring mit und verkaufen den, und damit ihr euch das wieder leisten könnt. Nimmt man das in der Regel direkt mit. Wenn man den Gegenstand aber nicht direkt mitnehmen kann, sondern den Gegenstand da lassen muss, weil es beispielsweise ein riesengroßer neuer Fernseher ist, dann wird ein Pfandsiegel angebracht. So sehen die aus. Und die werden dann auf das Pfandstück angebracht. Bleibt das Pfandstück erstmal da und wird dann irgendwann mit den entsprechenden Hilfsmitteln dann abgeholt. Und was passiert dann mit den gefändeten Gegenständen? Die gefändeten Gegenstände werden dann durch uns verwertet, meistens dann durch ein Stellen bei der Justizauktion. So. Immerhin bekomme ich dann mal Besuch von einer Frau. Ja, kann ja auch ihr Kollege sein. Aber Tomatolix kommt auf jeden Fall dann vorbei. Werden die Dinge dann wie bei eBay nur eben auf Justizebene verkauft und der Erlös ist dann die Tilgung der Forderung. Also doch versteigert, ja. Das sind die zwei Haupthäuser. Schon wahnsinnig hoch hier. Lütgen? Ja, genau. Ich stehe gerade vor Haus 4 unten. Soll ich hochkommen oder möchten Sie runterkommen, die Rate bringen? Ich stehe unten vor Haus 4. Hier in dem Fall habe ich wieder einen Haftbefehl vorliegen und habe mit dem Mann der Schuldnerin eine Ratenzahlung vereinbart. Und hier komme ich auch einmal im Monat hin und hole die Rate ab.
Und er kommt dann immer runter und gibt mir das Geld und dann sammle ich sozusagen die Raten in Bargeld. Boah, Filme. Hier ein. Wenn du jetzt so an der Tür klingelst oder klopfst, müssen die Leute aufmachen oder können sie auch einfach sagen, ja, ich mach die Tür halt nicht auf und dann habe ich kein Problem? Ja, der Haftbefehl, da ist ein Durchsuchungsbeschluss mit inbegriffen. Okay. Das heißt, mit dem Haftbefehl bin ich ermächtigt, die Türen aufbrechen zu lassen durch einen Schlosser und die Wohnung nach dem Schuldner zu durchsuchen. Letzten Endes sitzen wir dann tatsächlich am längeren Hebel und kriegen die Tür auf jeden Fall auf. Boah, Digga. Heilige Scheiße, ey. Bro, da wohne ich einfach. Sie wollen mir die Rate geben, ja? Ja. Darf ich dir die Wer von euch ist aus Chat, hä? Bitte noch mal in die Hand drücken. Gerne. Wie viel haben Sie denn dabei? 50 Euro? Ja. Dankeschön. So, ich schreibe Ihnen noch die Quittung, ne? Ja. Wie geht's denn Ihrer Frau? Gut. Alles gut? Ja. So. Können Sie sich merken oder soll ich Ihnen draufschreiben, wann der nächste Termin zum Bezahlen ist? Bro, Real Talk, dass er so runterkommt, finde ich irgendwie, das wirkt für mich so, als würde der irgendwas so verschleiern. So, dass, als dürfte die Frau das nicht mitbekommen oder so. Weiß ich nicht, ich frage mich, für was der da was abgeschlossen hat. So, der hat so, weiß ich, 400 Euro Puff bezahlt oder sowas. Ah, Miete, haben die das gesagt? Ja gut, okay, das wäre ja nichts, was jetzt verschleiern müsste. Ja, oder die Nachbarn, okay, ja, vielleicht auch das, vielleicht, dass die Nachbarn nicht mitbekommen. Ja, okay, das kann gut sein, actually. Im Mitte Mai, wir telefonieren dann, ne? 200 Euro sind jetzt noch offen, minus 50, also 150 Euro dann. Okay, plus ein bisschen Gebühren, ne? Ja, bitte. Tschüss. Das ging ja problemlos. Das gibt's also auch. Ja, genau. Oder ich habe die zwei wildesten Nachrichten hintereinander gerade bekommen. Der eine möchte, dass ich das vollgerotzte Taschentuch von eben verlose und genau darunter steht, guckst du den Brawl Talk? Nee, ich lasse mich einfach überraschen, was das neue Brawl Stars Update ist. Hallo, Lütgen, die Gerichtsvollzieherin. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Seit 2004 laufen wir einem guten Sechsstellenbetrag hinterher, der einfach verdunstet ist für unser Anliegen, unser Haus. Oh. Ja, können Sie nicht wissen, kommen Sie rein. Willkommen rein, okay. Ja. Vielen Dank. Wenn wir das jetzt einmal machen, ist das für 2 Jahre erledigt. Verstehen Sie mich vielleicht etwas besser? Das machen wir. Aber Sie kommen bitte zu dem Termin, okay? Sonst muss ich noch mal wieder. Ich lasse die Rente am Laufen, die finden alles weg. Nichts. Nee. Ja. Das war jetzt halt ein etwas schwieriger Kunde. Ich weiß nicht ganz genau, in was für einem Zustand er gerade sich befunden hat. Er war auf jeden Fall ja sehr außer sich und hat sehr durcheinander geredet. Ich habe das jetzt abgebrochen. Ja, Kunde ist krass. Boah, ich weiß nicht, Mann. Ich könnte diesen Job nicht machen, Digga. Das würde mir, also, auch wenn die Leute vielleicht so in dem Moment dann unfreundlich sind, aber das machen die ja auch nur, weil die halt irgendwie in irgendeiner Scheißsituation stecken in ihrem Leben. Bro, das könnte ich nicht, Mann. Holy shit. Also ich will, das ist jetzt nicht, dass die das, irgendwer muss das machen. Irgendwer, das ist ein Job, der muss halt gemacht werden, so klar, ist wichtig. Aber ja, du könntest gar keinen Job machen. Daniel, shut the fuck up. Ich könnte die meisten Jobs besser machen als du, Arschloch. Ich habe ja angefangen und habe die Abnahme der Vermögensauskunft jetzt abgebrochen, weil er auch immer aufbrausender wurde und ich mich jetzt auch nicht mehr sicher darin gefühlt habe. Ich habe mich auch nicht wohl gefühlt. Genau. Ne? Auch als er dann da mit dem Löffel da rumgewedelt hat und so. Da habe ich kurz gedacht, okay, ich kriege den Löffel gleich auf den Kopf. Er war ziemlich außer sich und ich denke, ich werde dann das nächste Mal eben mit der Polizei hin müssen. Ich glaube nicht, dass er in meinem Büro erscheinen wird. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, er soll ins Büro kommen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass das angekommen ist, ja. Genau. Glaube ich auch nicht. Oh, ja. Heftig, dass das dann auch so Teil deines Jobs ist. Wenn jetzt solche Situationen passieren, dass man irgendwo ist, wo man sich nicht so wohl und sicher fühlt, wie ist das für dich? Genau, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und wenn ich dann wirklich merke, okay, bis hierhin und nicht weiter, dann gehe ich halt auch wirklich einfach. Ich habe am Anfang gedacht, er wird noch ruhiger, deshalb bin ich... Du kannst gleich mal bei der Justizauktion reinschauen. Hier kannst du dir alle Gegenstände anschauen, die gefändet wurden. Alter, was? Da gibt es einfach so eine Seite für? Der einfach so ein Bentley. Also ich würde mich da ganz weit aus dem Fenster lehnen und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wie der ungefähr finanziert wurde. Bin ich überhaupt erst reingegangen, wenn ich schon an der Tür merke, also da ist eine mit der Karre muss man sich auch echt nicht wundern, dass man da mal überprüft wird, ob man ein paar Drogen dabei hat. Real Talk. Das ist wirklich, also die Karre schreit ja nach, ich deal Drogen, Junge. Passive Stimmung, da gehe ich gar nicht erst rein. Dann sammle ich die Akte und gehe das nächste Mal mit der Polizei dahin. Deswegen bin ich jetzt auch gegangen, weil ich bringe mich selber nicht in Gefahr, nur um meine Geldforderung einzutreiben, ne? Bevor dann die Situation irgendwie eskaliert. Aber da merkt man auch, dass hinter den Forderungen halt irgendwelche Geschichten stecken. Ja. Also er hat uns jetzt auch ganz viel erzählt, dass er Unternehmer war. Hat uns irgendwelche Sachen gezeigt, die er so in der Vergangenheit gemacht hat, die er besessen hat und so. Und das scheint
alles weg zu sein. Jetzt bekommt er noch eine kleine Rente. Es war halt eine alte Forderung von früher, von seiner Selbstständigkeit. Und er sieht nicht ein, die zu bezahlen, weil er das alles ja nicht mehr hat. Die Verjährungsfrist ist 30 Jahre und fängt immer neu an zu laufen bei jedem Vollstreckungsversuch. Das heißt, jetzt ab heute sind es wieder 30 Jahre sozusagen. Also sind sie quasi nie verjährt. Und deswegen sind manche Leute dann auch eben, dass sie denken, sie haben damit abgeschlossen. Sie haben damit nichts mehr zu tun. Aber natürlich steht den Gläubigern auch nach all der Zeit noch das Geld zu. Deswegen ist es dann in solchen Fällen dann manchmal eben... Bro, warum schon einer? Du in 50 Jahren? Ich hoffe, dass ich in 50 Jahren alles immer noch zahlen kann, Chad, right? Lass uns hoffen. Ich bin relativ sparsam eigentlich mit allem. So einigermaßen. So den Verhältnissen entsprechend natürlich. Also ich habe natürlich hier oder da auch Ausgaben, die höher sind als wahrscheinlich die average 27-jährige Person. Aber hol mir jetzt nicht unnötig drei Autos oder so. Genau. Hinter jedem Fall, den wir jetzt hier heute haben, steckt ja irgendwie auch ein Schicksal. Wie ist das für dich so, mit diesen unterschiedlichsten Schicksalen zu tun zu haben? Auch wenn ich die Situation manchmal verstehen kann, wenn zum Beispiel der Familienernährer wegfällt, aus welchen Gründen auch immer, und die Familie kein Geld mehr hat. Und ich verstehe dann auch oft, dass die Leute sagen, sie können es nicht bezahlen. Natürlich tut mir das dann auch manchmal leid. Die Leute hatten in solchen Fällen ja vorher schon viele Möglichkeiten, irgendwie Rechtsmittel einzulegen oder vielleicht die Stadt Köln, das Wohnungsamt zu kontaktieren. Von daher sind mir da tatsächlich auch die Hände gebunden und ich muss den Titel dann auch so vollstrecken, wie er eben geschrieben ist. Fühlt sich. Boah, das könnte ich nicht. Boah, das ist krass, wirklich. Das Ding ist halt, ich meine, wie gesagt, wie ich schon mehrfach gesagt habe, das muss halt gemacht werden. Irgendwer muss das machen. Aber das ist genauso, wie ich zum Beispiel mir unfassbar schwer vorstelle, so irgendwie Therapeutin oder so zu sein oder Therapeut zu sein. Digga, da, täglich wird man konfrontiert mit Leuten, die halt irgendwie Probleme haben und so. Ich meine, das ist wirklich, also das ist so wichtig, gerade bei Therapeuten. Bro, das ist so wichtig, dass es diese Leute gibt, Bro. Das sind die MVPs, man, no joke. Alter, ich weiß nicht, also ich jedenfalls stelle ich mir das sehr schwer vor. Also keine Ahnung, ich glaube, man muss extrem, extrem gut sein, Privates und für Arbeit zu trennen, Bro. Also wirklich... Weil ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich würde die ganzen Probleme von den Leuten mit nach Hause nehmen. Ich habe auch die Hände gebunden und ich muss den Titel dann auch so vollstrecken, wie er eben geschrieben ist. Fühlt sich das manchmal so an, als würdest du das Leben der Schuldner zerstören? Das kann ich tatsächlich klar mit Nein beantworten, weil ich sehe mich da wirklich nur in dieser Rolle, in die Situation gebracht haben die Schuldner sich ja meistens selber oder ist durch irgendeinen Schicksalsschlag so gekommen. Deswegen distanziere ich mich da ganz klar von, dass ich jetzt... Muss man ja auch machen. Sie ist ja nur die ausführende Gewalt sozusagen, also nur das quasi der Postbote, sag ich mal, you know? Also das ist ja, sie kann ja nichts dafür, Bro. Person bin, die irgendwie das Leben zerstört oder so. Die Exekutive, ja, ist auf jeden Fall genau. Einer da. Guckt durchs Spionenloch. Hallo, Lütgen vom Amtsgericht, machen Sie mal die Tür auf, bitte. Gut, jetzt bin ich hier an dem Punkt, ich kann halt nichts machen, weil ich noch keinen Haftbefehl habe. Ich werde jetzt Post hinterlassen mit einem Termin und wenn der Schuldner kommt, okay. Und wenn nicht, muss ich dann irgendwann mit einem Haftbefehl mir dann hier den Zutritt verschaffen. So, damit sind wir am Ende. Würde ich sagen, war es heute ein erfolgreicher Tag? Wir haben ein paar Raten kassiert, konnten mit ein paar Leuten reden, die dann zum Termin kommen. Wenn man mal bedenkt, dass ganz oft Tage sind, wo ich immer vor verschlossenen Türen stehe, war das schon eine gute Sache. Dann vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Damit geht mein Tag als Gerichtsvollzieher. Bro, auch wieder ein sehr interessanter Job, Digga, über den man sich viel zu wenig Gedanken macht, irgendwie, also jedenfalls ich. Zu Ende. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein bisschen anders, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Also einerseits fändet man nicht den ganzen Tag irgendwelche Sachen und die Leute begegnen in allem auch gar nicht so viel mit Ablehnung, sondern... Ich muss sagen, das hätte ich ganz gerne mal gesehen. Ich hätte gerne mal gesehen, wie sowas gefändet wird, wie sowas abläuft. Ja, es hat einen sehr privaten Einblick, aber so, wie so die Leute sich dann fühlen und so. Das kannst du halt obvious nicht aufnehmen, aber so, das hätte mich irgendwie interessiert. Wir haben auch relativ viele Leute getroffen, die super freundlich waren, die dann eine Rate bezahlt haben. Aber man bekommt auch sehr viele Schicksale mit. Also viele Mach Menschen einfach Schulden, Bro. Ach so, meinst du, ich soll jetzt mir einfach, Bro, soll ich einfach so viel Schulden machen, dass die hier irgendwann die Couch wegfinden? Bro, das ist smart, holy shit. Good content. Ja, Leute, ey, ich habe für nächste Woche Donnerstag einen Stream geplant. Da kommt ein Gerichtsvollzieher her und fällt die Couch. Schaltet auf jeden Fall ein, es wird übergeil. Menschen, die einfach irgendwie in diese Schulden gerutscht sind und damit jetzt zu kämpfen haben, das ist schon nicht ohne, damit dann so jeden Tag zu tun zu haben. Hättet ihr euch den Job so vorgestellt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zum weiteren Video von mir, bei dem ich einen Tag mit dem Ordnungsamt unterwegs war. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Geil. Bis zum nächsten Mal. Mach mal einen Tag mit Tomatolix. Ja, Digga, wäre übergeil. Holy shit. Ja, ey, Spoiler, Tomatolix hat mir wieder ein neues Video gedroppt, was gut war. Keiner hat damit gerechnet. Krass. War geil, sehr enjoyed.